Shayla und Wiebke, zwei Kolleginnen im WM-Fieber. Das Betriebsklima zwischen beiden eigentlich prima, doch wenn es ums Halbfinale geht, sind die Fronten klar verteilt. Denn für die gebürtige Brasilianerin Shayla zählt nur eins, ein Sieg für ihr Heimatland. Für Brasilianer ein Spiel zu gewinnen in WM, das ist wirklich was sehr wichtig. Ich meine in Deutschland auch, aber in Brasilien, die Leute, die geben alles, die Seele, das Blut, alles. Das ist für uns wirklich wichtig. Deswegen, viele Leute sterben im Herzinfarkt, wenn Brasilien verliert. Das ist wirklich schrecklich. Kollegin Wiebke hingegen glaubt fest ans DFB-Team. Ich denke, das klappt. Ich habe ein gutes Gefühl. Warum? Weil das eine tolle Mannschaft ist und jetzt waren wir so oft schon ganz kurz davor und ich denke, diesmal muss es einfach klappen. Die Brasilien-Euphorie bei Shayla auch zu Hause grenzenlos. Selbst ihr deutscher Mann muss klein beigeben. Er muss für Brasilien sein, er hätte keine Chance, er würde immer draußen schlafen. Ob Brasilianer, Franzose, Portugiese oder Spanier, La Siesta ist eine bunte Firma mit Fußballfans aus allen Lagern. Der deutsche Chef Cornelius Grisard ist unentschlossen, denn schließlich verkauft er brasilianische Hängematten. In meiner Brust schlagen heute zwei Herzen. Der größere Teil schlägt natürlich für Deutschland, also ich bin für die Deutschen, aber wenn Brasilien gewinnt, würde ich mich ehrlich gesagt auch freuen. Je näher das Halbfinale rückt, desto ausgelassener die deutsch-brasilianische Stimmung. Doch in einem Punkt herrscht weiter Uneinigkeit. Wer schafft es heute Abend ins Endspiel? Geteilte Meinung, da hilft nur eins. Das WM-Orakel muss entscheiden. Brasilien oder Deutschland? Und der Goldhamster wählt die brasilianische Seite. Ob er ursprünglich aus Südamerika stammt, das war leider nicht herauszufinden.